Nein, also Geschwindigkeit, das ist immer die Strecke dividiert durch die Zeit. Also Sie können sich das so merken. Zeichnen Sie ein Dreieck auf, dann schreiben Sie oben ein S rein, dividiert durch V mal T. Und dann können Sie nämlich immer das, was Sie wissen wollen, mit dem Kaffeetassli abdecken. So haben Sie das in der Schule immer gemacht. Also wenn Sie Geschwindigkeit wissen wollen, decken Sie Geschwindigkeit ab und das, was noch bleibt, ist die Strecke dividiert durch die Zeit. Aha. Nein, ja, also ich habe jetzt keine Strecke durch die Geschwindigkeit mehr für Sie. Ich muss jetzt weitermachen. Schönen Tag, Ihnen auch. Naja, Geschwindigkeit und Zeit, das war diese Woche auf jeden Fall ein grosses Thema gewesen. Die Gemeinde Wiel hat Zahlen ausgewertet von einem Temposmeile, wo sie vor 2 Jahren an der breiten Mattstrasse aufgestellt haben. Dort ist eigentlich Tempo 50. Und sie haben während einer Woche gemessen und festgestellt, dass 44% der Leute schnell über die Temposmeile übergefahren sind. Wo dann die Polizei ein Jahr später an der gleichen Straße einen Blitzer aufgestellt hat, sind es dann plötzlich nur noch 1,25% der Leute gewesen, die schnell unterwegs waren. Naja, bei der Gemeinde erklärt man sich das ganz einfach damit, dass die Leute im Hinterkopf halt schon wissen, ein Smiley der hat kein Bußgeld zur Folge. Es ist eben nicht so, dass Zeit immer Geld ist. Wo Zeit tatsächlich Geld ist, ist bei der Flughafen Zürich AG. Die möchte in etwa 4 Jahren nämlich erreichen, dass sie 10% von ihrem Gewinn gar nicht in Kloten, sondern in ausländischen Flughäfen erwirtschaftet. Und zwar in dem Bereich Beteiligungen und Beratungen. Und wenn man jetzt den Gewinn von aktuell 250 Millionen annimmt, dann ist das ein Ziel, das 8 Millionen höher liegt als heute. Durch 4 Jahre gibt also ungefähr einen Wert pro Jahr von 2 Millionen Franken. Wie viel das Zeit der Stimmbürger wert ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Zum Beispiel auf dem Abstimmungsprotokoll vom 4. März. Man muss ja selber rechnen, oder? Wenn ungefähr die Hälfte der Bülacher Stimmberechtigten überhaupt Zeit gefunden hat, um die 2 nationalen Abstimmungsfragen zu beantworten, dann kann man sich etwa ausrechnen, wie viel das noch Zeit findet, 41 Fragen zu beantworten, wofür das Smart Votes beiderdings da nötig sind, für die Gemeinderat und für die Stadtratswahlen. Dann kann man sich dann schon etwa überlegen, ob sich das lohnt, das so zu promoten. Natürlich hat auch Zeitung etwas mit Zeit zu tun. Und wenn Sie die letzte Woche nicht genug Zeit gefunden haben, um alle unsere Geschichten nachzulesen, dann hätte ich Ihnen einen Geheimtipp. Am Donnerstag haben wir berichtet über Madeleine Garcia. Die hat neue Konzepte entwickelt für Speedreading. Im April macht sie einen Kurs. Und angeblich sollte sie dann 4-mal mehr ZU pro Minute schaffen.